Hey, Wally, leg dies ein bisschen oben drauf. Nein, danke. Das muss mehr sprudeln. Danke, ich halte mich an den harten Stoff. Okay. Hey, was soll der Schwachsinn? Eine Befruchtungsparty? Ist denn wenigstens ein Arzt da, Debbie? Logisch, Dr. Aronson. Der Castro-Verschnitt? Hat er seine Praxis in einem Wohnwagen? Der Mann hat Visionen. Der ganze Abend war meine Idee. Das machen heute alle so. Und Cassie geht dann in ein anderes Zimmer. Wir gehen alle weg. Sie macht sich an die Arbeit mit dieser Riesenpipette. Sag mal, ist die desinfiziert? Und warum liegt die hier? Du glaubst doch alles, Wally. Ich verarsche dich. Debbie, das ist ein Quatsch. Natürlich benutzt sie ein medizinisches Gerät, aber es sieht im Grunde genauso aus wie das Teil. Mhm. Entzückend. Wally, was ist bloß los mit dir? Du hast irgendwie so negative Ionen an dir. Die springen von dir runter wie Flöhe. Versuch das mal, dann bist du nicht mehr so scheiß verkrampft. Was ist das? Habe ich meiner Mutter geklaut. Rein pflanzlich. Könnte aber auch rein pharmazeutisch sein. Wenn ich eine nehme, gehst du dann weg? Ich hol jetzt neue Guacamole. Wenn die nämlich braun ist und nicht mehr grün, so wie verfaulte. So wie dein Pullover. Okay! Hey, hey.